Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine Damen, meine Herren, jetzt ist es also fertig, das Bundesteilhabegesetz. Es hat für heftige Diskussionen gesorgt und sorgt offenbar immer noch dafür. Es hat für manchen Ärger gesorgt, für viel Briefverkehr, für viel Arbeit. Es hat einen ziemlich sperrigen und nicht besonders eleganten Namen, aber das ist bei Gesetzen ja öfter so. Es ist kompliziert und sehr umfangreich, aber jetzt steht es zur Verabschiedung an und ich sage aus voller Überzeugung, das Bundesteilhabegesetz ist ein gutes Gesetz. Ich finde es interessant, was in den vergangenen Monaten auch deutlich geworden ist, Frau Kollegin Göring-Eckardt, weil Sie ja einiges angeprangert haben. Ich möchte mal ein paar Beispiele nennen, wie Sie reden und wie Sie handeln. Im Bundesrat hat der Freistaat Bayern einen Antrag gestellt, Assistenzleistungen generell von der Zustimmung des Betroffenen abhängig zu machen. Der Antrag wurde abgelehnt mit den Stimmen von 7 Ländern. In 6 dieser 7 Länder regieren die Grünen mit. Der Freistaat Bayern hat im Bundesrat einen Antrag gestellt, einen zeitlichen Horizont zu erstellen für die völlige Freistellung von Einkommen und Vermögen. Der Antrag wurde mit 7 Bundesländerstimmen abgelehnt. In 6 dieser 7 Bundesländer regieren die Grünen mit. So viel zu Ihrem Handeln und zu Ihrem Tun. Ihre konstruktiven Beiträge waren überschaubar bei diesem Bundesteilhabegesetz. Aber viele haben auch sehr konstruktiv mitgewirkt, und bei denen möchte ich mich heute als Berichterstatterin der Unionsfraktion ausdrücklich bedanken. Ich möchte mich bedanken bei allen Kollegen und Mitarbeitern hier aus dem Bundestag, aus meiner Landesgruppe, aus der Unionsfraktion und aus der SPD. Ich möchte mich beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales bedanken. Das war ein wahrer Kraftakt. Ich möchte mich bei den vielen Verbänden bedanken, die sich konstruktiv in dieses Verfahren mit eingebracht haben, und bei vielen einzelnen Betroffenen, die uns rückgemeldet haben, wo es hakt. Ich hatte schon bei der Einbringung des Gesetzentwurfs meine Bedenken zum Ausdruck gebracht, und die 68 Änderungsanträge, die wir jetzt erarbeitet haben, begegnen nicht nur meinen Bedenken, sondern auch vielen Befürchtungen und Ängsten von Betroffenen. Da war zum einen die viel diskutierte 5-aus-9-Regelung. Sie hat große Ängste ausgelöst, dass manche Menschen keinen Zugang zur Eingliederungshilfe mehr brauchen. Ich habe schon bei der Einbringung des Gesetzes gesagt, auch in Zukunft muss jeder, der Eingliederungshilfe braucht, diese Eingliederungshilfe auch bekommen. Und das wird auch in Zukunft der Fall sein. Wir haben die umstrittene 5-aus-9- oder 3-aus-9-Regelung aus dem Gesetz genommen. Das war auch mir persönlich ein wichtiges Anliegen. Nicht, weil wir wissen, dass sie garantiert nicht funktioniert, sondern weil das Misstrauen so groß war. Und wir bleiben jetzt erst einmal bei der alten Definition, lassen eine neue Definition erarbeiten. Dafür haben wir Zeit bis 2023. Das ist gut so. Wir haben bei der Schnittstelle zwischen Eingliederungshilfe und Pflege nachjustiert. Ein zweiter ganz wichtiger Punkt. Viele Menschen hatten Angst, in Zukunft nur noch Pflegeleistungen zu bekommen. Und das war ausdrücklich nicht die Absicht des Gesetzgebers. Wir bleiben bei der heutigen Regelung des Gleichrangs. Das ist gesetzgeberisch etwas unbefriedigend, weil wir die Schnittstelle eigentlich nicht lösen. Aber wir kommen einer Kernforderung der Verbände nach. Wir haben uns Gedanken gemacht über den Pflegekostendeckel, den Paragraphen 43a. Wir stellen sicher, dass es keine Ausweitung auf ambulante Wohnformen geben wird. Wir halten also den Status quo. Es bleibt aber Aufgabe des neuen Parlaments, sich darüber Gedanken zu machen, ob dieser Paragraph heute noch seine Berechtigung hat. Ich persönlich meine, er hat es nicht. Die Schnittstelle der Eingliederungshilfe zur Hilfe zur Pflege haben wir behandelt und einen Vorschlag aus dem Bundesrat aufgegriffen, das Lebenslagenmodell. Kommt also die Hilfe zur Pflege mit der Eingliederungshilfe zusammen, dann profitieren die Menschen, bei denen die Behinderung bis zur Regelaltersgrenze eintritt, von den neuen Anrechnungsmodalitäten. Das ist ein richtiger Fortschritt. Ich hatte bereits bei der Anrechnung von Einkommen und Vermögen in der ersten Lesung betont, wie sehr all jene profitieren von diesem Gesetz, die auf dem ersten Arbeitsmarkt trotz Behinderung ganz ordentlich verdienen. Diese Verbesserungen sind sehr, sehr groß. Mir persönlich war es immer auch ein Anliegen, dass die profitieren,
die in Werkstätten beschäftigt sind, die nicht für sich selbst komplett sorgen können. Und das halte ich für einen der größten Erfolge dieses Gesetzes. Wir verdoppeln das Arbeitsförderungsgeld für die rund 300.000 Werkstattbeschäftigten in Deutschland. Und wir verdoppeln den Schonbetrag für Grundsicherungsempfänger des SGB XII. Wir haben beim Wunsch- und Wahlrecht nachjustiert. Wo es um sehr private Bereiche geht, dürfen Leistungen nur noch mit der Zustimmung des Betroffenen gepoolt werden. Und wer außerhalb stationärer Einrichtungen wohnen will, der wird in seinen Rechten maßgeblich gestärkt. Der CSU mir insbesondere auch, war es ein Bedürfnis, dass die besonders Schutzbedürftigen auch künftig über einen Barbetrag verfügen können. Und das wird mit diesem Gesetz sichergestellt. Ich meine, dass dieser Gesetzgebungsprozess manche auch in die Wirklichkeit zurückgeholt hat. Manche hatten ja zu Beginn der Debatte die Revolution sich auf die Fahnen geschrieben. Heftig wurde aus der Opposition gewettert gegen die Sonderwelten der Werkstätten. Mitunter wurde deren Abschaffung geschafft. Das gab es auch bei den Grünen. Ich bin froh, dass sich die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass man Menschen mit Ideologien nicht helfen kann, dass Inklusion eben keine Revolution, sondern ein Prozess ist und dass es immer auch Menschen gibt und geben wird, die Schutzräume brauchen und die unserer Fürsorge bedürfen. Wir haben mit dem Bundesteilhabegesetz ein gutes Gesetz gemacht, weil es der Individualität der Menschen gerecht wird, weil es denen mehr Selbstbestimmung gibt, die mehr Selbstbestimmung brauchen, und weil es denen Schutz gewährt und gewähren wird, die Schutz brauchen. Ich würde mir wünschen, dass diejenigen, die in den vergangenen Monaten eben nicht konstruktiv diskutiert und protestiert haben, sondern all ihre Energie darauf verwandt haben, Angst und Aggression zu schüren, und ich spreche Sie von der Linken ausdrücklich hier an, ich würde mir wünschen, dass Sie diesen Schaden auch wieder in Ordnung bringen. Ich würde mir wünschen, dass die Einrichtungen und Sozialverwaltungen manche Beharrungstendenzen überwinden und dieses Gesetz beherzt aufgreifen und umsetzen. Und ich würde mir wünschen, dass die Politik den Weg weitergeht, jedem Menschen mit oder ohne Behinderung den Platz finden zu lassen, den er für sich finden will. Vielen Dank. Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt Corinna Röfer das Wort.